Ich habe sämtliche Schlagzeilen durchgelesen. Es steht nichts drin. Nein? Nein. Oh, das ist ja unerhört. Das ist es auch. Ja, wirklich. Und was bitte steht nicht drin? Hm? Dass sich das glücklichste Paar der Stadt verlobt hat. Gustav, das glücklichste Paar der Stadt? Schäm dich. Also gut, das glücklichste Paar der Welt. Das ist schon besser. Du darfst dir was wünschen, Gustl. Einen Kuss. Na du, hast du noch nie was davon gehört, dass man den Wagenlenker nicht irritieren darf während der Fahrt? Das ist mir ganz neu. Das ist eine ganz schlechte Regelung. Sag mal, ist das nicht der Wagen, mit dem wir am Sonntag ins Grüne gefahren sind? Ja, genau. Da willst du den nicht mal zurückgeben? Ich hatte noch keine Lust dazu. Na, das kostet doch wahnsinnig viel Geld. Ja, und? Vorsicht! Was ist denn los? Jetzt guck dir den da vorne an. Der tut wieder den Winker raus, obwohl er nur überholt. Der darf den Winker nur raustun, wenn er die Fahrtrichtung ändert. Ach, was regst dich denn auf? Woher weißt denn du es überhaupt, Gustav? Ich interessiere mich dafür. Gustav, darf ein braver Verlobter schwindeln? Hm? Ja, ich nehme ein bisschen Fahrunterricht. Oh. Halt bitte da vorne an, das ist meine Firma. Das Fahrunterricht? Ja, ich kann doch nicht so entsetzlich rückständig sein. Du fährst wie der Teufel und ich habe nicht mal einen Führerschein. Und ich habe schon gedacht, also du bist doch so im Bilde, Gusti. In welchem Bilde? In unserem Bilde. Ach, ich dachte schon, du kriegst das Komplex oder wärst eingeschnappt. Aber du, ich muss dir sagen, Fahrunterricht ist die einzig richtige Antwort darauf. Worauf? Ja, darauf, dass wir jetzt ein Auto haben. Wir haben ein Auto? Ja, natürlich, dieses hier. Aber das ist doch ein Leihauto. Gewesen. Du, ich habe meiner Mutter erzählt, dass ich mich so wahnsinnig in dieses Auto verliebt habe. Und da hat es uns zur Verlobung geschenkt. Ist nicht doch wahr. Du freust dich doch darüber, Gustl, ja? Doch, natürlich finde ich prima von deiner Mutter, aber... Du weißt, du machst jetzt ganz schnell den Führerschein und dann kannst du auch mit dem Auto fahren. Hm? Ja, das hat noch ein bisschen Zeit. Ich habe ja eben erst angefangen. Ja, aber das macht doch nichts. Hm? Ja, also vielen Dank fürs Mitnehmen. Ich muss gehen. Ist doch klar. Herr Lickamp, Sie wollten doch Herrn Direktor sprechen. Ach ja, soll ich zu Ihnen rüberkommen? Nein, bleiben Sie, er kommt selbst. Ja, also, Herr Lickamp. Guten Morgen, Herr Direktor. Na, mein Lieber, was haben wir denn nur auf dem Herzen? Herr Direktor, ich bitte um Entschuldigung. Ich habe mich verlobt. Da brauchen Sie doch nicht zu entschuldigen. Ist doch was Nettes. Gratuliere. Danke, Herr Direktor. Herr Direktor, ich... Ja, nun möchten Sie gerne einen freien Tag haben für die Verlobungsfeier, was? Oh nein, die haben wir schon hinter uns. Ah, ja. Ich habe eine andere Bitte. Es erwarten mich natürlich jetzt eine Menge neuer Verpflichtungen und ich muss sehen, dass ich vorwärts komme. Mit anderen Worten, Sie möchten eine Aufbesserung. Ja. Ja. Nun haben wir Sie erst vor einem Vierteljahr in die Korrespondenzabteilung versetzt. Sie verdienen da immerhin 150 Mark mehr, mein Lieber. Na ja, natürlich. Aber die Korrespondenzabteilung ist eine Sackgasse. Die Aufstiegschancen sind minimal. Natürlich kann ich besser werden. Ich meine, wenn ich älter werde, Familiengründung, Kindergeld. Vielen Dank, ich kenne unsere Gehaltsordnung. Ich habe sie nämlich selbst ausgearbeitet. Deswegen würde ich gerne in eine andere Abteilung gehen. Vielleicht Außendienst sogar. Nur mehr Geld müsste dabei rausspringen, was? Naja, bei erhöhter Arbeitsleistung. Die Korrespondenzabteilung füllt mich einfach nicht aus, Herr Direktor. Oh, wir sind mit Ihren Leistungen sehr zufrieden, Herr Lekamp. Gemessen an der kurzen Zeit, die Sie hier in der Abteilung tätig sind, haben Sie doch ganz gut eingearbeitet. Und sehen Sie, das ist es, worauf die Firma besonderen Wert legt. Solide, fachgerechte Arbeit, jedermann an seinem Platz. Nun haben Sie sich gerade eingearbeitet, wäre es doch verantwortungslos, wenn wir Sie wieder rausnehmen würden, oder? Ja, natürlich, Herr Direktor, aber Sie müssen auch meinen Standpunkt sehen. Ja, tu ich ja. Ein gut Ding will Weile haben. Ich werde es mal notieren, wenn Sie in einer Abteilung gearbeitet haben. Dann werden wir weitersehen. Ja. Ein Jahr? Unterabteilung 4A-Beschwerden. Und was bitte hast du gegen Beschwerden? Ja, es hat doch keine Zukunft. Ja, was willst du denn? Du kannst doch nicht gleich krupp werden. Ich bin nicht so doof, dass ich nicht weiß, dass man eine abgeschlossene Ausbildung braucht. Aber die hab ich. Na und, was weiter? Ich will dir was bieten. Aber bei Hegebrecht und Meier bin ich wie eingemottet. Da kann ich nicht Direktor werden. Was willst du werden? Direktor werden. Oh komm, du spinnst, ja. Ich werde dir beweisen, dass ich Direktor werde. Ich muss nur bei Hegebrecht und Meier kündigen. Ja, du wirst ja höchstens arbeitslos, aber Direktor noch lange nicht, du. Im Außendienst sind die größten Chancen. Außendienst. Ich glaube, im Außendienst hat man die besten Chancen. Da kann man wirklich zeigen, was in einem steckt. Der Direktor Meyers von der Korrespondenzabteilung, der hätte dich sehr gerne behalten. Darüber wollte ich ja gerade mit dir sprechen. Du bist doch so gut mit deinem Generaldirektorium. Und außerdem kennst du den Chef vom Personalbüro. Und da wollte ich dich vielleicht bitten, dass...
Entschuldigung, schau da mal hin. Das ist so ein kleiner Verein, wir spielen ganz nett Fußball. Ja, wieso? Willst du denn den Verein, die Firma wechseln? Ja, so geht es nicht weiter. Mhm. Mein Junge, hör mal auf, ich glaube, du machst dir da vielleicht Illusionen. Außendienste, das ist ein sehr harter Job. Na, natürlich ist es ein harter Job, aber du bist frei, du bist selbstständig, du bist unabhängig, du hast deinen eigenen Wagen. Das hast du nicht. Ja, den müsste man haben, es macht einen viel besseren Eindruck auf den Chef. Mein besseren Eindruck, mache Aufträge, da kannst du mit einem Rolls-Royce ankommen. Vater, ja? Bitte schau dir sämtliche Bewerbungsformulare der großen Firmen, auch von eurer, an. Überall mit großem Fragezeichen steht eigener Wagen vorhanden. Ich muss es immer ablehnen und finde das rückständig. Deine Billy, die hat doch einen Wagen geschenkt bekommen. Ja, neulich, natürlich, aber was hat das mit mir zu tun? Ich kann doch nicht mit dem Wagen meiner... Ach, ausgeschlossen. Sie fährt mich mit ihrem Wagen vor meine Firma. Ich steige aus ihrem Wagen aus. Das macht einen fabelhaften Eindruck. Ich will vorwärts kommen. Mit dem Wagen, ja. Da willst du jetzt, dass ich meine Beziehung spiele lasse. Glaubst du, der Vater von Franz Beckenbauer... Ach Vater, was hat das mit dem Vater von Franz Beckenbauer zu tun? Nein, Junge, ich mache dir doch keine Vorwürfe, dass du kein Fußballer geworden bist. Aber, sag mal, wer bezahlt denn überhaupt so einen Wagen? Naja, ich meine, da gibt es Kleinkredite von Banken und außerdem habe ich gehofft, dass du mir ein bisschen unter die Arme greifst. Junge, pass mal auf, denn schau mal, das ist abseits. Wenn du glaubst, dass so ein Wagen nötig ist und ich will dir da doch nichts im Wege stellen, ich meine, kostet auch nicht alle Welt. Gut, also darüber kamen wir. Schau mal, da! Elfmeter! Das war niemals ein Elfmeter. Das war kein Elfmeter. Ach, was? Der ist gestolpert. Was gibt es denn? Der ist gestolpert. Schiedsrichter, Telefon. Unterhalte dich mit deiner Mutter über Fußball. Mit mir unterhalte dich nicht darüber. Bitte stell das ab. Stell das ab. Ich möchte das ja zu Ende sehen. Zu Ende sehen. Wagen will er haben. Auto will er haben. Werf was, leiste was! Aber das sage ich doch die ganze Zeit, dass ich das will! Was schreit ihr denn so? Ich würde mich nicht so aufregen an eurer Stelle. Fußball! Ja, stell das ab, stell es weg! Das ist Biggie, ich muss gehen. Aber wohin denn? Was hast du denn? Hast du kaum was gegessen? Ich muss zur Fahrschule. Biggie bringt mich hin. Gute Nacht. Gustl, ich stell dir etwas aufs Zimmer. Ja, stell ihm noch was hin, jetzt halt selber essen. Ja, was hat er denn? Auto! Autosuggestion! Was hat er? Du hättest deinen Vater überhaupt nicht fragen sollen, Gustav. Schau, versetz dich doch mal in seine Lage. Ich meine, denk doch mal... Wer denkt denn an mich? Du denkst wohl oft genug an dich selbst. Ach, das musst ausgerechnet du sagen. Naja, das musste mal gesagt werden. Ach, Biggie, dann schau, ich will, dass wir bald heiraten. Ich will Geld verdienen. Ja, du sollst ja auch Geld verdienen. Du sollst ja auch Direktor werden, Gustav, aber alleine, ohne deinen Papa. Du, wann bist du fertig? Ich weiß es noch nicht genau. Es kommt immer drauf an, wie viele Leute er bei sich hat. Dann treffen wir uns auf alle Fälle bei Tonio. Ja. Moment mal. Brauchen Sie Geld? 200 bis 300 Mark Nebenverdienst im Monat durch leichte Heimarbeit. Keine Vorkenntnisse erforderlich. Interessenten melden sich zwischen 18 und 19 Uhr. Du, bitte fahr mich dahin. Wohin? Burkhardtstraße 17. Was ist denn da los? Ja, rein. Guten Tag. Ja, bitte. Mein Name ist Lehkamp. Ich komme wegen dieses Inserats. Ach so, ja, angenehm. Katsch. Ja. Nehmen Sie Platz, füllen Sie das hier mal aus. Name, Alter, Unterschrift, eine reine Formsache. Sie wissen ja, worum es geht. Nein, das weiß ich leider nicht. Hm? Hier steht ja nur drin, wie war das? 200 oder 300 Mark Nebenverdienst im Monat. Leichte Heimarbeit, keine Vorkenntnisse. Das steht nicht drin im Inserat. Also das ist ganz einfach, Preis aufschreiben. Ja. Ja, damit wissen Sie doch eigentlich schon alles. Preis aufschreiben. Vielleicht nicht 200 bis 300.000 Einsendung. Haben Sie prima zu tun. Ja. Haben Sie schon ausgefüllt? Nein, noch nicht. Sie machen also Preis ausschreiben? Nein. Das machen die Firmen, die Illustrierten, Werbefirmen und so weiter. Wir werten aus. Ja. Vornamen aufschreiben, deutlich, wenn ich bitten darf. Ja. Ne?
Was habe ich denn dabei zu tun? Senior, habe ich das nicht eben gesagt? Habe ich doch gerade eben gesagt. Sie trennen die Falschen von den richtigen Werten aus. Trennen Spreu vom Weizen, das ist alles. Ich gebe Ihnen gleich zwei Postsäcke mit, können Sie dann aussortieren. Übermorgen bringen Sie es mir zurück. Kinderleicht. Zwei Säcke? Sie können auch nur einen nehmen. Ich brauche auch nur die Hälfte Geld, ist klar. Nein, dann nehme ich lieber drei. So, gehen aber ganz schön ran. Haben Sie den ganzen Tag Zeit? Nein, leider nur abends. Ja, dann können Sie auch nur zwei schaffen, hören Sie. Wir brauchen die Einsendung wegen der Auswertung pünktlich, ja? Preis ausschreiben. Bitte sehr. Dankeschön. Nehmen Sie denn zwei Säcke. Ja. Übrigens, das richtige Lösungswort heißt, frisch gewagt ist halb gewonnen. Frisch gewogt. Gewagt. Gewagt, Verzeihung. Gewagt ist halb gewonnen. Ja. So. Oh. Schwer, ne? 200.000. Ja. Auf Wiedersehen, Herr Katz. Hallo, Sie, wie kommen Sie denn darauf? Familienstand verlobt. Ja, aber Gustav, wir warten doch alle auf dich. Was? Frisch gewagt ist halb gewonnen? Bist du verrückt? Nein, du weißt doch, ich will Direktor werden. Du selber hast gesagt, ohne Papa, das heißt sparen. Ja, und ich spare bereits. Schluss mit dieser Whisky-Trinkerei. Wenn ich gewusst hätte, dass Verlobtsein so langweilig ist, dann hätte ich dir sicher einen Korb gegeben. Naja, schon gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich möchte bloß wissen, wann. Frisch gewagt ist halb gewonnen. Was? Ob das der richtige Weg ist, Direktor zu werden? Schönen Gruß von Gustav, er kann nicht kommen. Dann, was machst du denn für ein miesepetriges Gesicht? Dann kommt er eben morgen. Nein, morgen kommt er nicht. Und übermorgen kommt er nicht. Und überübermorgen kommt er auch nicht. Wieso? Was sagt er denn? Und was redet er? Na, gar nichts sagt er. Überhaupt nichts. Kein Wort. Aber ich spür's ganz deutlicher. Er ist einfach gekränkt in seinem Stolz, weil ich ein Auto habe und er keines. Ist auch eine dumme Situation für einen Mann, nicht? Ich kann das schlecht beurteilen. Ich habe weder ein Auto noch ein Mädchen. Aber wenn ich das eine hätte, würde ich das andere auch haben wollen. Du sei ganz ruhig. Frisch gewagt ist halb gewonnen. Der Erste. Frisch gewagt ist halb gewonnen. Frisch gewagt ist halb gewonnen. Das ist also der glückliche Brautstand. Statt dass wir hier zusammen feiern, sitzt er zu Hause und ich hocke hier. Und was macht er nun? Er hat sich vorgenommen, tüchtig zu sein. Er will noch zusätzlich Geld verdienen. Apropos Geld, du Tonio, ich schulde dir doch noch 65. Leih mir noch die 35, dann sind's 100, ja? Mama mia, was du machen mit dem vielen Geld, ja? Das Einfachste wäre, du würdest das Auto wieder verkaufen. Nee, das lass man lieber. Das ist ein Problem, mit dem er selber fertig werden muss. Und was arbeitet er denn zurzeit? Er wertet Preisausschreiben aus. Frisch gewagt ist halb gewonnen. Was hast du gesagt, Biggie? Frisch gewagt ist halb gewonnen? Ja. Mensch, Kinder, das ist ja großartig. Tonio, noch eine Runde Pantherspucke. Ich hab die Lösung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist doch nur für ein paar Monate, Biggie. Ja, und wenn die paar Monate vorbei sind, dann kannst du dir eine neue Basis suchen, weil die alte nicht mehr genügt. Ach, Gustav, du liebst mich eben nicht mehr. Aber natürlich liebe ich dich, Biggie. Sonst würdest du mich nicht so oft allein lassen. Ich bin völlig vernachlässigt. Biggielein, bitte lass uns jetzt nicht diskutieren. Ich habe noch so wahnsinnig viel zu tun. Schau dir das hier an. Und morgen diese Fahrprüfung, ich weiß schon nicht mehr, wo also mir der Kopf steht.
Siehst du, das geht doch schon ganz wunderbar, Gustav. Nicht so schnell, du. Wir haben doch Zeit. Wir brauchen doch nicht... Hey. Die missbräuchliche Benutzung der Hupe gilt als nach den Umständen vermeidbare Belästigung und ist nach § 1 der Straßenverkehrsordnung strafbar. Ja, jetzt hast du die Prüfung ja schon bestanden. Das sieht man. Du und Gustav, als Belohnung habe ich heute Abend eine ganz, ganz große Überraschung für dich. So, was denn? Pass auf! Hallo, Gustav. Ja, schön, dass du noch weißt, dass es mich gibt. Gefällt's dir? Ja, aber die Hauptsache ist nur, dass es dir gefällt. Ich find's herrlich. Gewonnen! Gewonnen! Kinder, ich habe gewonnen! Es sollen über 1000 richtige Einsendungen gekommen sein. Na, ihr drei schön. Hello, everybody. Guten Abend, Gadi. Hallo, Flip. Wollt ihr meinen Preis sehen? Na klar, was ist es denn? Aber die Zug hat doch noch gar nicht begonnen. Haben Sie nicht gehört? Damenwahl. Oh, natürlich jetzt nicht gerade, jetzt ist Damenwahl. Das interessiert doch nicht. Oh, sei nicht böse. Du weißt doch, wie gerne ich mit dir tanze. Warum? Na, Damenwahl. Ich habe eine ganz schöne Sohle aufs Parkett gelegt. Oh, ich glaube, ich habe ein Glas Sekt zu viel getrunken. Du nachher vielleicht, ne? Ja, natürlich. Bitte. Komm. Es tut mir leid. Flip, darf ich bitten? Sorry, bin schon vergeben. Tut mir leid, Biggilein. Kurt? Nein, Biggi. Ich muss auf meinen Gewinn aufpassen. Darf ich bitten? Darf ich bitten? Was, Biggi? Komm schon. Ladies and Gentlemen, Mesdames, Messieurs, Damen und Herren, liebe Freunde, wir schreiten nun zur Verlosung. Wie Sie wissen, haben wir 1000 richtige Einsendungen bekommen, 1000 Mal frisch gewagt ist halb gewonnen. Ganz gewonnen wird heute bei uns aber ein Horch. Das kommt von draußen rein. Ein Horch aus dem Jahre 1929. Dieser elegante Oldtimer wurde von einem Wohltäter gestiftet, der nicht genannt sein will. Und darf ich Sie jetzt mit unserem Notar, Herrn Dr. Schwarz, bekannt machen? Herr Dr. Schwarz, guten Abend. Hier die Trommel und es beginnt. Es ist wunderbar, wunderbar. Bitte, Herr Schwarz. Herr Kurt Halzer oder Holzer? Hier! Goethestraße 14, ist der zufällig hier? Ja, hier! Na wunderbar! Hey, bitte, Holzer, kommen Sie durch! Großartig, Herr Holzer, ich gratuliere! Sie haben den 10. Preis gewonnen! Ein wunderbaren Teddybären! Eine Wolke, Mensch! Nein! Du scheinst dich ja sehr amüsiert zu haben, während ich mich da abgeschüttet habe. Abgeschüttet? Daran bist du doch wohl selber schuld. Es war Damenwahl, du hättest mich ja auffordern können, aber nein, du warst ja ständig mit Beschlag belegt. Und es war ganz reizend.
Und wie du sie alle angelächelt hast. Ja, wenn wir Direktor werden wollen, muss ich doch bezaubernd sein, ist doch klar. Wenn du Frau Direktor bist, dann hast du einzig und allein für mich bezaubernd auszusehen. Fehlt bloß noch, dass du mir drohst. Lächle. Nein. Lächle. Lächle. Wie bezaubernd du aussiehst. Herzlichen Glückwunsch, diese wunderbare Lichtquelle, ein Ankerplatz des Lichtes. Toll, was? Ein echter Oldtimer. Ja. Na, ihr beiden? Dann auch eine Kraftkutsche, was? Wer hat denn hier gewonnen? Hör ich nicht, ich wollte ja auch nicht. Sind der erste Preis schon gezogen? Das wird gerade entschieden. Und nun zum ersten Preis. Der glückliche Gewinner oder Gewinnerin ist G. Lehkamp. Mensch, das hast du gehört. Was? Der Mensch, du hast gewonnen. Quatsch, ich hab doch gar nicht mitgespielt. Aber ich... Was? Ach, Gustav, ich weiß doch, wie sehr du dir ein Auto wünschst. Und da habe ich eben in deinem Namen mitgespielt. Ach Mensch, du Sonnenschwein. Oh, hast du eine Ahnung? Ich habe mindestens an 33 Preisrätseln teilgenommen. Überall, wo es ein Auto zu gewinnen gab. Aber doch nicht an diesem hier. Ich habe die Lösungen aussortiert. Die halten mich für einen Betrüger oder irgendwas. Doch, was? Wir sind doch alle Zeugen. Wir wissen doch, dass du erst nach Einsendeschluss angefangen hast. Ach, klar, sei doch kein Frosch. Ist doch Piep egal. Nun, und was ist jetzt mit dem glücklichen Gewinner? Ist er vielleicht einer von denen, die zufällig nicht anwesend sind? Na, geh schon. Auto bleibt Auto. Dass immer die Falschen gewinnen müssen. Schluss, ich mach da nicht mit. Biggie, warum hast du nicht nur unter deinem Namen eingesandt? Von mir hätte er das Auto nie genommen. Du kennst doch seinen Dickkopf. Genau das, ich nehme den Gewinn nicht an. Aber ich. Bravo. Wunderbar, wunderbar. Sie sind also Frau G. Lehkamp. Noch nicht. Noch nicht? Moment, wie bitte? Nein, Herr Lehkamp ist mein Bräutigam, der ist nur zu schüchtern. Aber großartig, großartig. Im Zeitalter der Gleichberechtigung darf ich Ihnen hiermit die Schlüssel zum großen Glück überreichen. Danke. Bitte schön, bitte schön. Aber Ihrem Bräutigam möchte ich doch auch gern die Hand drücken. Bitte. Was denn Sie? Ja, ich, Herr Katz. Ich kann Ihnen alles ganz genau erklären. Außerdem nehme ich den Wagen nicht an. Jetzt machen Sie mir bloß keinen Skandal. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt den glücklichen Bräutigam, Herr Gustav Lehkamp, vorstellen. Bitte.